Kulturradio vom RBB. Alte Musik Spezial. Und es begrüßt Sie sehr herzlich Bernhard Schrammeck. Einen schönen guten Abend. Heute kann ich Ihnen hier fantastische Vokalmusik aus der Renaissancezeit ankündigen, und zwar von Jascan de Pré. Tu solus qui facis mirabilia. Eine Motette war das von Jascan de Pré, gesungen vom Kammerchor Jascan de Pré unter Leitung von Ludwig Böhme. Und ich kann schon jetzt zu Beginn ankündigen, dass diese wunderbare Komposition im Laufe dieser Sendung in anderem Zusammenhang noch einmal zu hören sein wird. Entstanden ist diese Motette ganz sicher in Mailand, wo Jascan de Pré etwa 5 Jahre seines Lebens verbracht hat. Genauer gesagt war das von 1484 bis 1489. Jascan war da so Mitte 30 und auf bestem Wege, einer der bekanntesten Musiker seiner Generation zu werden. Diese Mailänder Jahre von Jascan haben einen ganz eigenen Stil hervorgebracht, dem ich in der heutigen Sendung mal etwas auf die Spur kommen möchte. Es geht weiter mit dem ersten Teil des Motettenzyklus Vultum Tuum. Gesungen wird das vom Ensemble A Se Voci. Oh.
Sie hörten das Vokalensemble Assai Voci mit dem ersten Teil des Motettenzyklus Vultum Tuum von Jascon de Pré. Diese Komposition kann ganz klar nach Mailand datiert werden, weil sie einer dortigen liturgischen Tradition folgt. Es ist nämlich ein, wie ich schon sagte, Motettenzyklus, der als Begleitung für die sogenannte stille Messe gedacht war. Der Priester hat also für sich die Messe still gelesen und in der Zeit sang der Chor eine Reihe von 6 oder 7 Motetten. Erkennbar ist diese Praxis an der Handschrift. Dort finden sich nämlich Bemerkungen an den einzelnen Motetten, wie etwa Loco Kyrie oder auch Loco Gloria, also auf Deutsch anstelle des Kyrie oder anstelle des Gloria. Die Texte in diesem Zyklus, Vultum Tuum, die haben gar nichts mit dem Messordinarium zu tun. Sie richten sich vielmehr an die Jungfrau Maria. Und hier noch ein zweiter Ausschnitt aus diesem Zyklus. Ein weiterer Auszug war das aus dem Motettenzyklus Vultum Tuum von Jascon de Pré. Es sang das Ensemble Assai Voci. Weshalb Jascon de Pré 1484 nach Mailand kam, das lässt sich heute nur noch schwer feststellen. Auf jeden Fall war er bereits vorher am französischen Königshof tätig gewesen und hatte dort ganz sicher noch bei Johannes Ockeghem lernen können, dem überragenden Komponisten des 15. Jahrhunderts. In Mailand lockte zwar kein Königshof, aber doch ein sehr ambitioniertes Herrschergeschlecht, nämlich die Sforza. Jascon wurde Hofmusiker des jungen Kardinals Ascanio Sforza. Das war der Bruder der regierenden Herzöge, zunächst Galeazzo, dann Ludovico Sforza. Und dieses Herzogtum Mailand war keineswegs irgendein unbedeutender Zwergstaat, sondern Ende des 15. Jahrhunderts eines der einflussreichsten Territorien in Italien. Und man wollte dort natürlich auch kirchenpolitisch ein Wörtchen mitreden. Deswegen hielt sich dieser Kardinal Ascanio Sforza auch relativ häufig in Rom auf. Das Kardinalskollegium damals muss man sich jetzt nicht so unbedingt als eine Gemeinschaft besonders frommer Geistlicher vorstellen. Zum überwiegenden Teil war es ein Club der mächtigsten italienischen Adelsdynastien, die sich irgendwie eine gute Ausgangsposition für die Wahl des nächsten Papstes verschaffen wollten.
Für eine gewisse Repräsentation war es da immer nützlich, auch in Kunst und Musik gut dazustehen. Also engagierten sich die Sforza in Mailand immer gern gute Musiker. Und schon in den 70er Jahren des 15. Jahrhunderts hatten sie einen ganz berühmten Franzosen nach Mailand gelockt, nämlich Loisy Compère. Dieser Compère hatte als erster in größerem Maße diesen Mailänder Stil etabliert, also größere Motettenzyklen. Und einen solchen Zyklus hat er selbst Missa Galliacesca genannt, obwohl es keine Messe, sondern wieder nur ein Messersatz ist, also Gesänge für die stille Messe. Und auch hier wird die Jungfrau Maria gepriesen. Einen Satz daraus hören Sie jetzt mit dem Ensemble Ottekaton. Instrumental wird es unterstützt durch La Pifaresca und La Reverdi. Thank you.
Das war der feierliche Schlusssatz aus der Missa Gallia Cesca von Loisel Compère, einem Franzosen, der in Mailand gedient hat bei den Sforza. Sie hörten die Ensemble Otecaton, La Pifaresca und La Reverdy. Ja, Loisel Compère hat Josquin des Prez in Mailand nicht mehr persönlich kennengelernt. Der war bereits wieder zurück in Frankreich. Aber die Tradition hatte sich auch über andere Hofmusiker erhalten, so dass Josquin dort mehrere Zyklen in diesem gut zugänglichen und oft auch homophonen Stil komponiert hat. Ich möchte Ihnen jetzt einen besonders eindrucksvollen Motettenzyklus von Josquin einmal komplett vorstellen. Und zwar Qui velatus facie fuisti. Das ist ein sechsteiliger Zyklus, der zurückgeht auf eine mittelalterliche Dichtung des Franziskanerpaters Bonaventura. Diese sechs Verse widmen sich in einer sehr persönlich gehaltenen Sprache dem Leiden und Tod Jesu Christi und waren entweder als Hymnen für die Stundengebete in der Passionszeit vorgesehen oder eben auch wieder als gesungene Beiträge in einer stillen Messe. Josquin des Prez bedient sich hier eines sehr schlichten Stils. Es sind viele homophone, aneinandergereihte Akkorde zu hören und dadurch bekommt die Musik einen ruhigen, fast kontemplativen Ausdruck. Gesungen wird dieser Motettenzyklus jetzt wieder vom Ensemble A Sei Voci.
Alte Musik Spezial im Kulturradio vom RBB. Heute mit einer Sendung über die Jahre von Josquin des Prez in Mailand. In den 80er Jahren war das des 15. Jahrhunderts. Und diese Komposition, die Sie eben gehört haben, die gehört dahin. Das war der Motettenzyklus Qui Velatus Facie Foisti. Gesungen hat das Ensemble Asse Voci. Aber Josquin hat in Mailand natürlich nicht nur Motetten oder Motettenzyklen komponiert, sondern auch mindestens zwei Messen. Eine davon möchte ich Ihnen jetzt näher vorstellen, und zwar die Missa d'un autre amer. Im Schaffen von Josquin des Prez hat diese Mailänder Messe einen ganz besonderen Stellenwert, und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen ist sie die kürzeste Messe von Josquin. Sie dauert insgesamt nur so 12 bis 15 Minuten. So lang ist in anderen Messen allein das Credo. Und zum anderen fällt wieder auf, dass sich Josquin hier viel dem einfachen akkordischen Satz zuwendet, also seine sonst so ausgefeilte Kontrapunktik etwas im Zaum hält. Ganz offensichtlich hielt er sich da wieder an diesen schlichten Mailänder Stil, der dort Mode war. Im Titel der Messe wird schon ihr thematischer Bezug deutlich. Sie basiert auf einer Chanson, und zwar auf der Chanson D'un autre amer, und die stammt von Johannes Ockeghem, dem mutmaßlichen Lehrer von Josquin. Hören Sie jetzt zunächst einmal diese Chanson im Original mit Claire Wilkinson und dem Ensemble à la Mire.
So klingt also das Vorbild zur Messe, die Chanson D'une autre amère von Johannes Ockeghem. Sie wurde gesungen von Claire Wilkinson, begleitet hat das Ensemble à la Mire. Es geht darum, wieder mal, wie in den meisten Chansons, um eine traurige Liebesgeschichte. Geklagt wird über den Verlust der Liebsten an einen anderen. Immer das gleiche Spiel. Und genau diese Melodie taucht nun in der gleichnamigen Messe von Gascon de Pré auf. Und zwar in langen Notenwerten in der Tenorstimme. Hören Sie zunächst Kyrie und Gloria wieder mit dem Ensemble à la Mire. Ja, das ging recht schnell. Das waren Kyrie und Gloria aus der Missa d'une autre amère von Gascon de Pré. Es kann auch länger dauern, diese beiden Messteile darzubieten, aber Gascon bedient sich hier erstens eines recht zügigen Stils und zweitens hat er auch noch mehrere Texte gleichzeitig vertont, was natürlich irgendwie zur Effektivität beiträgt. Der Höhepunkt dieser Messe, das ist aber in jedem Falle das Sanctus. Da zitiert Gascon nicht nur diese Chanson-Melodie, die wir vorhin komplett gehört haben,
haben, sondern er schiebt noch eine weitere Motette ein. Und das ist diese Motette Tu Solus, die ich Ihnen Anfang der Sendung schon einmal separat vorgespielt habe. Und dieser Einschub ist dann wirklich meilender Stil in Reinkultur. Die Motette Tu Solus besteht nur aus homophonen Akkorden. Das ist also ein weihevoller Höhepunkt der Messe und auch vom Text her völlig logisch an dieser Stelle. Da heißt es, du allein bist es, der Wunder tut, du allein bist der Schöpfer, du allein der Erlöser. Hören Sie also jetzt dieses Sanctus mit der eingeschobenen Motette und gleich noch anschließend das Agnus Dei, wieder mit Alamir unter Leitung von Andrew Lawrence King. Thank you.
Das waren also Sanctus und Agnus Dei aus der Missa d'une autre amère von Josquin des Prez. Im Sanctus konnte man ganz deutlich die eingeschobene Motette Tu Solus vernehmen. Zum Schluss dieser Sendung aber noch die vielleicht berühmteste Motette von Josquin, die er in Mailand komponiert hat. Vielleicht ist es auch seine populärste Motette überhaupt. Ave Maria Virgo Serena, ein unglaublich aussagestarkes Stück, das zwar kanonisch aufgebaut ist, aber dennoch in seiner Schlichtheit fasziniert. Weser Renaissance singt unter Leitung von Manfred Cordes. See you.
Das Ensemble Weser Renaissance unter Leitung von Manfred Cordes sang zum Schluss dieser Sendung die Motette Ave Maria Virgo Serena von Josquin des Prez. Die Mailänder Zeit von Josquin des Prez stand im Mittelpunkt dieser Sendung. Zu Ende ging diese Epoche 1489, als dann Josquin des Prez Mitglied der päpstlichen Kapelle in Rom wurde. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hier im Kulturradio folgt jetzt die Sendung Musik der Gegenwart mit Eckhard Weber. Er wird Ihnen Caroline Wiedmann vorstellen und ihre Auftritte beim diesjährigen Ultraschallfestival. Die alte Musik können Sie wieder am Freitag um 18.04 Uhr hören, dann mit einer Sendung über das Elbipolis Barockorchester.